glaube Erich. Nein, Egon. Ja, schreiben Sie Egon. Ja, Alt Moabit 6. M wie Michael. Moabit 6. Also die Adresse stimmt. Worum geht's denn Paris 274? Sie hat ihren Pass verloren und will nach Frankreich einreisen. Berlin 1A5. Seid da bloß vorsichtig, Paris 274. Das ist jetzt die neue Masche. Pass verlieren. Also was schlagen Sie vor, Berlin 1A5? Keine Panik, Paris 274. Ich befrage Karlchen 6. Wer ist das, Karlchen 6? Unser neuer Computer beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Er weiß alles. Über alle deutschen Bundesbürger. Einfach alles. Über alle. Karlchen ist toll. Karlchen ist der Größte. Ah, da ist er ja schon. Auf Kanal 18 könnt ihr jetzt alles über Susi Paschke erfahren. Was ihr braucht, Paris 274. Danke, Berlin 1A5. Was soll denn das sein? Susi Paschke vor 27 Jahren. So ungenau haben wir es nicht wissen wollen. Liegt irgendwas Besonderes gegen Sie vor? Gegen jeden liegt etwas vor, auch gegen Sie, Paris 274. Sprechen wir lieber von Susi Paschke. Sie sind bestimmt Karlchen 6? Oh ja. Und das ist Susis erster Schultag. Sie hat Volksschulbildung, mehr nicht. Der Vater war nicht immer ganz nüchtern und die Mutter trieb sich rum. Mit 15 arbeitet Susi als Go-Go-Girl und unterschlägt dabei dem Finanzamt 80 Mark. Darauf schlägt die deutsche Steuerfahndung zu und kassiert 24 Mark und 17 Pfennig. Seitdem hören wir selbstverständlich ihre Telefongespräche ab. Ist etwas Bemerkenswertes dabei rausgekommen? Oh ja, sie hat ihrer Freundin anvertraut, dass ihre Oberweite in 3 Jahren um 5 Zentimeter gewachsen ist. Ihre Maße sind jetzt 92, 58, 87. Das ist natürlich streng vertraulich, Paris 274. Ja, aber deswegen können wir sie nicht aufhängen. Es kommt ja noch viel schlimmer. Wir öffnen neuerdings ihre Post. Und was stellen wir da fest? Sie hat abgenommen? Nein, aber Susi läuft Gefahr, eine Intellektuelle zu werden. Sie liest neuerdings richtige Bücher. Ach so, sie ist eine Linke. Ja, und vor ein paar Tagen hat sie ihrer Oma geschrieben, Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich, Susi Paschke, will mehr wissen. Na gut, dann lassen wir sie unauffällig beschatten. Was will sie eigentlich bei uns? Ihr Bruder Paul hat sie gerufen. Er arbeitet als Flugzeugmechaniker bei dem deutsch-französischen Jetbus-Unternehmen in Paris. Industriespionage vielleicht? Terrorismus? Nein, Geschirrabwasch. Oh. Pauls Frau Anna ist vor ein paar Tagen mit einem anderen Mann durchgebrannt und hat Ehemann Paul mit Tochter Lulu und Onkel Otto einfach sitzen lassen. Lulu ist erst 10 Jahre alt und Onkel Otto schon 60 und ziemlich beknackt. Und sagen Sie, wie viel hat sie das gekostet, diese Überwachung? $215.000. Oh la la. Das ist viel. Dann haben wir natürlich keine Fragen mehr. Wir lassen Sie also zu Ihrer Familie einreisen. Aber behalten Sie sie gut im Auge. Was glauben Sie denn? Bei einer Oberweite von 92? Darauf können Sie sich verlassen.